Aber ich hatte gar keinen Turm. Wie hattet ihr euch noch ausgedrückt? Mein Kopf, der an eurem Schiff baumelt? Einen Mast wird er schmücken. So viel ist gewiss, auch wenn ich es nicht bin, der ihn dort festzog. Bye bye, Camus. Haben wir schon wieder was geschafft heute? Das nächste Szenario schauen wir uns noch an und dann mache ich eine Aufnahmepause wieder am alten Platz. Du hast also erneut versagt, Kemsit. Ich konnte nichts tun, General. Camus ist tot. Und du wirst dich ihm bald anschließen. Kannst du wenigstens die versprochene Armee aufbringen? Der Zugang zur Unterwelt wird bald offen sein. Und du weißt, welche Art von Kreaturen dort unten lauern. Sie stoßen jetzt entlang der Küste vor. Sie werden bald hier eintreffen. Ich werde hinausreiten und sie noch ein wenig antreiben. Was kann ich tun? Lass die Männer weitergraben. Wenn sie die Unterwelt erreichen, bete zu Poseidon, dass ihr möglichst viele Kreaturen aufhalten könnt, bis ich zurück bin. Die Späher haben Amandra und Chiron gefunden. Sie haben die Stücke von Osiris dabei. Keine Nachricht von Arkantos? Kein Wort, Herr. Es wird Zeit. Wir müssen beginnen und hoffen, dass Arkantos rechtzeitig eintrifft. Sendet das Signal. Das war das Signal. Darauf haben wir gewartet. Wir müssen die Stücke des Osiris in der Nähe der Pyramide vereinen. Nur so kann er wiedergeboren werden. Und das ist jetzt unser Ziel. Bauen Sie eine Armee auf und kämpfen Sie sich bis zur Pyramide des Osiris vor. Halten Sie durch, bis Arkantos mitkommt. Nein, mit Ajax und dem weiteren Stück ankommt, mitkommt, was auch immer. Aber ich werde jetzt hier Schluss machen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüssi! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Mythology. Und warum ist die Begrüßung heute so komisch? Ich habe keine Ahnung. Aber unser Ziel ist es, bald hier hinten zum Hintergrund hinzukommen. Also nicht direkt an die Stelle, wo der Hintergrund ist, aber also eine ähnliche, und zwar Schnee. Ich möchte nicht das Szenario laden. Ich möchte ein Spiel laden, und zwar das Let's Play. Öffnen. Wieder am alten Platz. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ziegen? Du machst Ziegen. Hä? Wer ist hier unten? Oh! Ah, das ist das Level. Ah, ja, ich habe voll den Plan. Ich weiß, was wir tun müssen. Wir sind gearscht. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ihr macht Fleisch und ihr macht Bäume. Da sind Bäume. Bäume. Ihr habt doch Gold. Warum macht ihr denn kein Gold? Habt ihr nur zwei Bürger hier? Ist ja voll gammelig. Das ist ja mal richtig gammelig hier. Okay, Wow, Amandra macht hier gerade den Moonwalk. Geht das noch? Yeah. Zoom. Amandra hovert. Ich hab's gleich wieder. Wir schicken jetzt erstmal hier unser Katapult hin und machen dort Türmchen weg. Und ich nehme mal an, hier wird auch eine Mauer sein plus Turm. Weshalb ich mal meinen Katapult noch hier hinschicke. Und können wir unsere Armeen hier drüben nicht verbinden? Geh mal gucken, bitte. Into you. Wir müssen die Armeen zusammenführen und hierhin befördern. Und Arkantos muss auch irgendwann zu uns stoßen.
Da ist doch bestimmt aber hier einen großen Teil in der Mauer offen lassen. Ist voll schlau. Boah, Ziegenparadies. Cool. Du gehst mal verzaubern. Wir machen uns mal hier noch ein paar Bürger und vor allem hier drüben noch welche. Okay, ich würde mal sagen, erst ins nächste Zeitalter. Was macht ihr zwei denn hier? So, jetzt kannst du auch die Mauer angreifen. Ach, die beiden wollten da außen rumgehen, weil man anscheinend da doch nicht durchkommt. Okay, dann muss ich da dabei bleiben. Stimmt, die habe ich hier da außen rum geschickt. Da war was. Ah, und hier ist erneut ein neuer Turm. Wunderbar. Ich habe die Idee. Leute, ihr kriegt einen anderen Wald zum Abholzen. Perfekt! Wir holzen uns zu den anderen durch. Das ist viel bequemer. Ich bin nämlich faul, falls ihr das noch nicht wisst. Nein, wärt jetzt nie drauf gekommen, gell? Wir brauchen Felder. Und wir bräuchten Monumente. Und wir bräuchten... Ah, hier haben wir dieses ganze Militärgedönse. Das ist gut. Wir bräuchten mal mehr Felder. Macht mal hier ein paar Felder. Ihr zwei baut mir noch so ein Militär-Dingsbums. Ihr drüben habt keinen Tempel. Oh, was war? Verdammt, eine Hyäne. Nein, jetzt hat. Und irgendwer müsste mal die Reliquie holen. So, jetzt gehst erstmal du hier hin und holst uns die ganzen Ziegen. Und du gehst jetzt mal hier hin und holst die Reliquie. Lauf. Ziegen, lauft hierher zu ihm. Hau ihn. Das bringen wir mal schön in Sicherheit. Du machst Gabutschki der Turm. Gehst mit unseren Ziegen zurück. Oh. Pharao. Nein, nicht die Ziegen. Puh, und schon haben wir hier niemanden mehr. Wir brauchen Einheiten. Mal was ganz Neues. Okay, ihr macht jetzt hier Felder. Jetzt kommen die bestimmt bei den anderen auch noch. Nee, oder nicht meine... Ach. Kairon, schaffst du das? Oh, puh, wir brauchen dringend mehr Leute hier. Aber hier hatten wir doch... Oh, hier hatten wir doch die große Armee. Nein! Ein Held ist gefallen. Nein! Okay, sie wird es nicht schaffen, aber sie könnte Kairon wieder beleben. Okay, wir brauchen das Dorfzentrum hier. Und ich würde sagen, wir arbeiten wieder mit der Mauertaktik. Greg? Ihr macht auch mal hier Gold mit. Baja. Du gutes Katapult, kommst wieder zurück. Kairon hat hier aufgeräumt. Und wir haben so gut wie gar keine Einheiten mehr. Hier drüben. Aber dann würde ich sagen, ach, jetzt hatten wir keinen mehr, der Holz macht. Dann macht ihr beide das, ihr ladet jetzt ab und ihr hackt euch dann halt von der Seite hier durch. Und ich hätte gern das Dorfzentrum, was hier ist, so zur Verteidigung, dass wir hier irgendwie Türme, Festung und Dorfzentrum hinbauen und dann hier so eine schöne Verteidigungslinie haben. Kannst
du mal, solange jetzt gerade niemand kommt und wir noch Ruhe haben, könnten wir doch. Geh mal hier hin. Ist doch schön hier. So, jetzt noch hier drüben. Schafe! Nein! Ziegen sind es ja. Warum sage ich immer Schafe? Ich habe auch in Assassin's Creed 3 irgendwann mal Schafe und Ziegen verwechselt. Das ist sofort aufgefallen. Warum kann ich da keine Mauer bauen? Ich will da eine Mauer bauen. Lass mich eine Mauer bauen. Warum? So kann ich eine bauen. Dann baue ich halt so eine. Soll mir auch recht sein. Baro verzaubern. Hier haben wir so gut wie gar keine Leute. Das heißt... Okay, hier noch ein bisschen dazu. Wir werden die Stücke des Osiris, also die hier, erst ganz am Schluss mitnehmen, wenn wir uns mit unseren Leutchen schon vorangekämpft haben. Du baust noch mal kurz ein paar Häuser hier. Oh, hier hätten wir noch Dingens. Wusste ich nicht. Ah! Okay, das packen wir schon irgendwie. Ich glaube an unsere Viecherchen. Haben wir nicht irgendwo... Ach, hier. Du warst zum Hausbauen abgestempelt. Du baust gleich noch ein Haus, weil es gerade so schön ist. Und wir haben uns noch einen Dorfbewohner, der uns hier drüben einen Tempel baut. Hier, alles gut. Leben noch alle, also außer die gegnerischen. Gut. Es läuft. Ich will heute übrigens weniger panisch sein. Habe ich das schon erzählt? Nee, ich glaube noch nicht. Dafür werde ich wahrscheinlich mehr vergesslich sein, aber egal. Lalala. Bau schneller. Nein, nicht panisch. Total unpanisch und gezielt und geregelt und logisch durchdacht. Ich benutze irgendwie nie die Waffenkammer, aber mir ist das immer zu teuer und ich weiß nicht, ob das uns mal so viel bringt. Weil man halt nichts sieht. Oh nein! Erreicht das heroische Zeitalter. Okay, wir brauchen dringend mehr Gold. Na, ich mache aber trotzdem mal den Zauber hier, dann haben wir wenigstens an Fleisch schon mal genug. Dann können wir uns jetzt hier drüben auch welche machen, die Gold machen. Gut, du gehst auch an die Goldmine. Wir müssen eh jetzt bald irgendwann nach vorne preschen, weil hier die große Goldmine ist und unsere hier nicht mehr so lange reicht. Du machst ebenfalls Gold. Mich stört gerade immer noch die Mauer hier ein bisschen, obwohl wir die natürlich sogar nutzen könnten, um unsere dazwischen zu bauen. Verdammt. Natürlich haben sie nur Fernkämpfer, die auch gegen die unsere Mauer gar nichts hilft. Aber wurscht, das hatte ich vorausgesehen. Oh, wir haben hier auch noch eine Goldmine, die wir abgrasen können. Warum sagt mir denn das niemand? Macht mir hier bitte die Goldmine. Und du gehst mal bitte mit. Und ihr geht zurück und ihr geht auch zurück. Und haben wir nicht irgendwas, das Fleisch kostet? Ja, du bist Wächter. Machen wir uns doch gleich mal 3. Hey, das hier kostet alles. Oh, die kosten Holz. Cool. Die baut ganz allein. Oh, cool. Schon fertig. Dann wäre es ganz gut, wenn die Goldmine hier abhacken. Dann können wir da nämlich eine Festung hinstellen später. Schon alles geplant. Warum habe ich denn so viele Dorfbewohner gemacht? Wozu brauchen wir die denn alle? Na, egal. Ah, macht mir mal hier noch so ein Ding hin. Das ist gar nicht so doof.
Und einen Marktplatz brauchen wir auch. Oh. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Finito.